Der TO-Wert beträgt 0. Der Torschuss ist nicht gelungen. Als nächstes wollen wir den Vorgang manuell steuern. Gehen Sie näher ans Tor und schießen Sie. Wir betrachten ein Beispiel für einen gelungenen Torschuss. Der TO-Wert beträgt 7, somit ist der Torschuss gelungen. Die Torkraft eines Spielers hängt vom TO-Wert ab. Der TO-Wert verringert sich je nach Entfernung zum Tor. Der ungefähre FA-Wert des Torwarts wird vom TO-Wert abgezogen. Beträgt der TO-Wert 0, schlägt der Schuss fehl. Jeder Spieler verbraucht HP während eines Spiels. Dabei haben die HP hier eine andere Bedeutung als in einem Kampf mit Monstern. Auch wenn die HP auf 0 fallen, wird der betroffene Spieler nicht spielunfähig. Beim Blitzball stellen HP Konditionswerte für Aktionen dar. Wenn ein Spieler den Ball führt, verbraucht er Kondition, das heißt die HP verringern sich stetig. Achten Sie auf den HP-Wert 100 von Tidus und setzen Sie das Spiel fort. Man kann sehen, wie sich die HP verringert haben. Aktionen wie Pässe und Torschüsse verbrauchen bestimmte Mengen HP. Sehen wir uns diesen Vorgang einmal an. Wählen Sie jetzt Tor bei Schüssen. Bei Torschüssen werden 10 HP verbraucht. Beachten Sie, dass sich die HP um 10 verringern. Wie man sehen konnte, hat sich der HP-Wert von 26 auf 16 verringert. Bei jeder Aktion eines Spielers werden HP verbraucht. Was passiert jedoch, wenn nicht genügend HP zur Verfügung stehen? Auch wenn der HP-Wert weniger als 10 beträgt, kann man schießen. Doch dabei verringert sich die Torkraft um die Hälfte. Im Menü erscheint der Befehl Tor in Blau. Die Torkraft beträgt dabei nicht 10 wie üblich, sondern 5. Dieser Befehl wird ein anderes Mal erklärt. Achso, ja, ich habe den falschen gewählt. Tor. Die HP von Spielern, die nicht im Ballbesitz sind, regenerieren sich stetig. Die HP des ballführenden Spielers verringern sich stetig. Die HP eines Spielers ohne Ball regenerieren sich stetig. Pässe und Torschüsse verbrauchen HP. Wenn nicht genügend HP verfügbar sind, verringert sich die Pass- und Torkraft um 50%. Wenn man auf gegnerische Spieler trifft, nennt man den Vorgang Schlagabtausch. Bei einem Schlagabtausch öffnet sich das Aktionsfenster. Den Gegner vor Augen muss man sich gut überlegen, welcher Schritt als nächstes gewählt wird. Bixum stellt sich in den Weg. Das Vorstoßen wird ein andermal erklärt. Wählen Sie nicht Vorstoßen. Bixum stürzt sich auf Tidus. Seine Statuswerte erscheinen rechts. Danach erscheint das Aktionsfenster. Wählen Sie nun die Aktion Pass. Bei Pässen wird normalerweise nur der entfernungsbedingte PA-Wert abgezogen. Doch bei einem Schlagabtausch versucht der Gegner, den Ball abzufangen. Die Fähigkeit, einen Ball abzufangen, wird als AF-Wert bezeichnet. Bei Bixum beträgt dieser Wert 2. Der AF-Wert des Gegners wird vom PA-Wert von Tidus abgezogen. Hinzu kommen zufallsgesteuerte Variablen. Wenn die Differenz PA-AF gleich 0 beträgt, wird der Ball vom Gegner abgefangen. In unserem Beispiel beträgt der PA-Wert 10 und der AF-Wert 2, folglich beträgt die Differenz 8. Wenn der PA-Wert mehr als 1 beträgt, kann der Gegner den Ball nicht abfangen. Der Ball fliegt direkt zum Fänger. Man beachte, dass sich je nach Entfernung auch der PA-Wert stetig verringert. Bitte achten Sie auf den PA-Wert und fahren Sie fort.
Dann zu Dutt, der ist am nächsten. Titus wirft einen Pass. Jo. Haben Sie gesehen, der PA-Wert hat sich durch die gegnerische Einwirkung verringert. Als nächstes versuchen wir es gegen einen Spieler, der besser im Abfang ist. Das ist doch derselbe. Nicht vorstoßen. Bitte achte, dass der Abwert hierbei 18 beträgt. Nein, ich will... Titus wirft einen Pass. Bixum stiehlt den Ball. So. Durch die Einwirkung des Gegners beträgt der eigene PA-Wert nur 0. Der Ball wurde leider abgefangen. Überlegen wir uns, was passiert, wenn wir es mit mehr als einem Verteidiger zu tun haben. Wahrscheinlich darf ich nur wieder den hier machen. Wir stehen nun Bixum und Ambus gegenüber. Rechts sehen wir die Statuswerte der beiden. Der AF-Wert von Bixum beträgt 4, der von Ambus 2. Das heißt 10 minus 4 plus 2 gleich 4. Hinzu kommt ein variabler Wert, sodass der Gesamtwert nicht immer 4 beträgt. Dann mache ich einen Pass. Dann zu Letty, der ist ein Ticken näher. Titus wirft einen Pass. Der PA-Wert beträgt mehr als 1, der Pass ist gelungen. Probieren wir nun einen Torschuss. Bixum kommt. Ambus stellt sich in den Weg, Bixum stellt sich in den Weg. Nicht vorstoßen. Tor. Beim Torschuss stellt sich auch der Torwart dazwischen, sodass man 3 Gegner zählen muss. Der TO-Wert 10, vom TO-Wert 10 werden die Werte, die darunter stehen, subtrahiert. Die Differenz entscheidet, ob das Tor gelingt. Titus schießt. Das gelingt natürlich nicht. Beim Schlagabtausch behindert der Gegner ihre Aktion. Vom PA-Wert oder TO-Wert wird der AF-Wert abgezogen. Bei mehreren Gegnern wird man entsprechend oft behindert. Wir betrachten uns nun die Gegnerverteidigung. Natürlich, die halbe Mannschaft stellt sich in den Weg. Sie sind im Schlagabtausch mit 3 Gegnern. Bei Pässen sollte man auf den PA-Wert achten. Hier beträgt der Wert 17. Darunter wird die Fähigkeit des Gegners, Pässe abzufangen, angezeigt. Ist ein Wert unter 0, dieser Pass wird wahrscheinlich nicht gelingen. Achso, 17 minus 18, nein, 17 minus 19 ist ein Wert unter 0. Nein, wird garantiert nicht gelingen. Wir versuchen nun vorzustoßen, das heißt gegnerische Tackles abzuweichen und hindurchzuschwimmen. Wenn man durch die Verteidigung vorstößt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der anschließende Pass gelingt. Versuchen Sie nun bis Graf vorzustoßen. Bitte achten Sie auf den AG-Wert von Graf. Bis Graf vorstoßen. Der Ball wird somit nicht sofort abgegeben, sondern erst nachdem Sie bis Graf vorgestoßen sind. Graf wird einen Tackle-Angriff gegen Titus durchführen. Titus muss ihn abwehren. Die Abwehrkraft von Titus wird als PH-Wert angezeigt und beträgt 11. Der Angriffswert des Gegners steht als AG-Wert und beträgt 7. Das Resultat des Schlagabtausches wird wie üblich durch die Differenz PH-AG ermittelt. Wenn der PH-Wert auf 0 absinkt, verliert man den Ball an den Gegner. Bitte achten Sie auf den PH-Wert. Ja. Boah, voll gekickt. Sie sind dem gegnerischen Tackle-Angriff ausgewichen und bis Graf vorgestoßen. Da Sie einen gegnerischen Verteidiger abgewehrt haben, bleiben noch 2 Gegner, die Ihren Pass stören könnten.
Bitte beachten Sie die Werte, die sich unter dem PA-Wert von Titus befinden. Graf kann den Ball natürlich nicht mehr abfangen. Das bedeutet, die Differenz beträgt nun 17 minus 8 gleich 9. Die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Pass ist somit gestiegen. Ja, dann kann ich den mal... Also fast egal, an wen ich den passe. Um Pässe und Tore erfolgreich zu erzielen, sollte man so weit wie möglich vorstoßen, sofern der pH-Wert es erlaubt. Wenn man bis zum Gegner vorstößt, erleidet man einen Tackle-Angriff. Die Differenz eigener pH-Wert minus gegnerische AG-Werte entscheidet. Nach erfolgreichem Vorstoßen lassen sich Aktionen einfacher ausführen. Bisher ist das Spiel ja reine Mathematik. Oh, Pech, Seller. Das Spiel, die Spezialtext, die die gegnerischen Spieler anwenden können auch selbst erlernt werden, und zwar mit der Option Erlernen. Dazu deckt man vor dem Spiel im Einstellungsmenü einen gegnerischen Spieler, der die gewünschte Tech besitzt. So besteht nun die Chance, dass dieser Spieler während des Spiels eine Tech vom Gegner erlernt. Bixum kommt. Bitte wählen Sie bis Bixum vorstoßen. Wenn der Gegner während des Spiels eine Spezialtech anwendet, erscheint links oben auf dem Bildschirm das Wort Erlernen. Drücken Sie im richtigen Augenblick X, um die Tech zu erlernen. Probieren Sie es nun aus. Hm? Ach so. Ja, passt. Wählen Sie anschließend die Aktion Dribbling. Ach so. Hm. Titus erlernt eine Tech. Die Tech wurde erfolgreich erlernt. Wahrscheinlich meine Technik. Hört sich auch besser an. Bitte beachten Sie, dass der von der Technik direkt betroffene Spieler hier, Titus, die Technik nicht selbst erlernt. Vergessen Sie nicht, dass nur der Spieler, der den Gegner durch das Einstellungsmenü gedeckt hat, die Technik erlernen kann. Erlernen bedeutet, dass der Spieler den Gegner gut beobachtet und sich die Technik sozusagen abguckt. Eine frisch erlernte Technik kann aber ab der anschließenden Spielhälfte eingesetzt werden. Wenn der Erfahrungslevel zu niedrig ist, kann es passieren, dass das Erlernen fehlschlägt. Um eine gegnerische Technik zu lernen, muss ein Spieler gedeckt werden. Wenn Erlernen erscheint, im richtigen Augenblick X drücken. Wenn der Level des Gegners zu hoch ist, kann das Erlernen fehlschlagen. So, Parameterwerte. Die HP werden verbraucht, wenn man sich bewegt, werden bei Pässen und Torschüssen verbraucht, regenerieren sich, wenn man nicht in Ballbesitz ist, bei zu wenig HP halbiert sich die Pass- und Torkraft, das wissen wir ja schon. Die physische Kraft, Widerstandskraft gegen Attacken, entgegen AG, ja, wissen wir auch schon. Passkraft, Fähigkeit, den Ball an andere Spieler abzugeben, je höher dieser Wert, desto weiter kann man werfen. Entgegen AF, ja, wissen wir alles doch schon. Die Torkraft, Fähigkeit, einen Torschuss zu erzielen, je höher dieser Wert, desto höher die Wahrscheinlichkeit für ein Tor, entgegen AF und FA. Die Angriffskraft, Fähigkeit, Gegner niederzuringen, so, entgegen PH. Die Abfangkraft. Fähigkeit, gegnerische Pässe und Torschüsse abzufangen, entgegen PA und TO. Die Fangkraft. Fähigkeit des Torwarts, Bälle zu fangen, entgegen TO. Die Zustandsveränderung. Gift. Wenn man im Giftzustand ist, verliert man schneller HP. Bei Ballbesitz verbraucht man mehr HP, die sich nicht regenerieren. Wenn der Ball abgegeben wird... Achso, die sich nicht regenerieren, wenn der Ball abgegeben wird. Die Wirkung lässt jedoch mit der Zeit nach. Wäre auch uncool, wenn nicht. Zudem können im Giftzustand keine Spezialtechniken angewendet werden. Zuerst fallen die Techniken für Torschüsse aus. Wenn man zudem noch mit Giftnebel vergiftet worden ist, entfallen die Abwehrtechniken. Wenn man nachts zum dritten Mal vergiftet wird, lassen sich die Passtechniken nicht mehr ausführen. Ist mir voll bewegungsunfähig. Im Schlafzustand kann man gar nicht mehr agieren. Wenn genügend Zeit verstrichen oder vom... Wenn genügend Zeit verstrichen oder man vom Ball getroffen wird, wacht man auf. Im Schwächezustand wird ein beliebiger Parameterwert um 50% verringert. Mit der Zeit hebt sich die Wirkung auf. Ja. Abilities. Die Abilities. Beim Blitzball bekommt man neue Abilities durch das Erlernen von Gegnertechniken oder durch das Benutzen von Preisen.
die man beim Liga- oder Turnierspielen gewinnen kann. Die Arten von Abilities, die man sich aneignen kann, hängen von dem jeweiligen Spiel ab. Zu Beginn können nur wenige Abilities erlernt werden. Wenn man jedoch drei Schlüssel-Abilities beherrscht, wird die Lernfähigkeit erweitert. Man kann danach Abilities erlernen, die zuvor nicht verfügbar bzw. erlernbar waren. Die Schlüssel-Abilities unterscheiden sich von Spieler zu Spieler. Mit jeder erfolgreich angeeigneten Ability erhöht sich die Anzahl der neu erlernbaren Abilities. Die Spielmodi, gleich sind wir durch. In der Liga werden insgesamt 10 Spiele bestritten. Der Meister wird nach einer Punktetabelle bestimmt. Gewinnt man ein Spiel, erhält man 3, bei einem Unentschieden einen Punkt. Mit 3 kann man das Spiel aufgeben, wenn die eigene Mannschaft im Rückstand ist. Im Turnier werden 2 bis 3 Spiele nach dem K.O.-Prinzip bestritten. Es gibt hierbei keine Unentschieden. Bei Gleichstand wird eine Verlängerung eingeläutet. Mit 3 kann man das Spiel aufgeben, wenn die eigene Mannschaft im Rückstand ist. Freundschaftsspiele sind für Übungszwecke gedacht. Dabei erhalten die Spieler keine Erfahrungspunkte. Abilities lassen sich jedoch erlernen. Mit 3 kann man das Spiel jederzeit abbrechen. Und das war's. Jetzt weiß man, wie man Blitzball spielt. There you are. Someone said they saw Sir Orin in a cafe. Orin? Yes, Sir Orin. Let's go find him. Kennen wir doch irgendwoher. Hey! Hey, 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 hey! The game starts like real soon. You come back quick, yeah? Hey, I'll be back. Yeah, okay. Hey, Walker. You're stiff, man. No, no, not your face. Yeah. Just breathe out. Relax. Okay. Like this. Just breathe. Yeah. Maybe now we can find Sir Jekt. Huh? How? Sir Orin was also my father's guardian. So, he might know where Sir Jekt is. Let's go now. It didn't even occur to me to think that the Orin Yuna was talking about and the one that I knew from Xanarkin could be 2 different people. I don't know why, but I knew it was the same guy. I knew it was the same Orin. Ja, ist ja auch wahrscheinlich. Ich meine, Jekt und Orin, wie wahrscheinlich ist das? So, jetzt erstmal speichern, dass ich gelernt habe, wie man Blitzball spielt. So, und dann mal gucken, was Orin hier so zu tun hat. Imito Sumana. Vasigna Bund. Hey! Albed Sykes, right? Some Albed saved me the other day, and this girl Riku gave me food, and you don't understand me, do you? Anyway, if you meet Riku, tell her thanks for me. Oh, and as for the first game, may the best team win. Doch, schon wieder ein Speicherpunkt? Langsam werden es aber echt viele. Was ist das hier? Bald wird das Turnier eröffnet. Die Spieler mögen sich in den Kabinen einfinden. Na, ich muss erst noch zu Orin. Dim, dim, dim. Shit.
Krieg. Das ist mal ein cooles Mikrofon. I'm sorry. Please let me through. Hey, let's go. You're really famous. We don't get separated. Yuna! Up? Hmm? What was that? In Xanarkin, we do this to cheer on Blitz players. You try it too. Put your fingers in your mouth like this. Like this? Not like that. This. Then you just blow. It's not working. Practice. Okay. Hey, use that if we get separated. Then I'll come running, okay? Well, I guess we should just stick together then, till you can do it. Yes, sir. Natürlich, ich weiß nicht, was ein Schokobo ist, aber die können nicht pfeifen. So, ach, hier muss ich lang. Aber Schokobos sind cool, die waren voll praktisch in Final Fantasy 9. Wow, this is a pretty big town. Luca is the second largest city in Spira. I thought every town was little, you know, like Besaid and Kilika. Towns don't usually get bigger than that. Because when a lot of people start to gather, Sin? Hmm. What about Luca? It's safe here? It's not any different, but the stadium is here. The Crusaders fight to protect it with all their strength. They protect the stadium? Blitzball is really the only entertainment that we have. Spira's a little short on fun these days. Whoa. Talk about pressure. That's right. Is Xanarkand like this too? Well, there are more buildings, all tall ones, and cramped together. Oh. They must be so tall. Don't you ever get dizzy? Let's go find Sir Orin. Ja, finden ist das richtige Wort. Immerhin sehe ich ja, wo ich hin muss. Irgendwie läuft das Spiel gerade ein wenig langsam. Na, jetzt geht's wieder. Orin's not here.
Let's ask around. Why not talk, Kimari? Not see Yenke for 10 years. Say something. Kimari forget Yenke? Forget Biran? Leave Kimari, Yenke. Kimari is small, Ranzo. Kimari so small, can't see Yenke and Biran's faces. Kimari forget Ranzo friends? We taught you much at time of Hornmold. Biran taught Kimari to be strong, Ranzo. Maybe taught too much. Take him on. Hauptsache, anstatt Hallo zu sagen, haut er ihm eine rein. The tournament's starting, you hear? The game! Today, on this glorious day, players from all over Spira have assembled here to participate in this great contest of bravery, skill, and strength. All of these fine teams, equally renowned, deserve to win the cup today. Such is the nature of this contest. Let us, the spectators, play our role accordingly. Let us sing to the glory of the winners and applaud equally the valor of the defeated. Contestants, may Yevon be with you. Cool aus. Kimari! Yuna's gone! Oh cool, das Spiel hat angefangen und ich bin nicht da. Where in Huh? Yuna's been kidnapped by the Al-Bed Sykes. In exchange for her safe return, they want the Aurochs to lose. What? If they're only blitzball players, I doubt they'd do anything drastic. But we shouldn't take chances. Let's go get her. I'm going too. This'll be no problem. They're telling the Aurochs to throw the game, as if they needed to. I mean, how good a team can they be? Waka said the same thing. He'll